Für alle, die Read a Tale, es ist nämlich ein Wortspiel von Lese eine Geschichte, Read a Tale. Rita war aber deine Oma, glaube ich, oder? Nicke einfach, ist okay. Ja, ja. Nein, ich hoffe es eh nicht. Wir lassen das mit dem Prosecco. Sonst kommen wir nicht weiter, wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit und ich nehme mir sehr gerne Zeit, um mit meinen GästInnen in dem Fall zu plaudern. Ich stelle dich vor für alle, die dich nicht kennen. Du bist 30 Jahre alt, heißt mit bürgerlichem Namen Michael, bist gelernter Musicaldarsteller und Schauspieler und seit 2021, also noch gar nicht so lange, unter dem Namen Read a Tale als Drag Queen unterwegs, also als ein Mann, vielleicht für alle, die nicht wissen, was eine Drag Queen ist, ein Mann, der auf der Bühne eine weibliche Identität annimmt und mit dieser performt. Und wir haben hier das heiße Wasser. Vielen herzlichen Dank. Ö3 macht's möglich. Dankeschön. Also während Michael oder Rita sich einen Tee macht, einen Frauenpower-Tee, mache ich weiter. Du warst gestern eigentlich am Abend noch hier auf der Bühne bei einer Karaoke-Night, die du wöchentlich, glaube ich, veranstaltest. Und du hast auch einen Podcast, der vergangenes Jahr quasi hier beim Podcast-Festival gelauncht worden ist, mit dem Namen Your Tale. Und da interviewst du Drag-Artists aus Österreich. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Habe ich was vergessen? Ja, ich will ungern klug scheißen, aber ich muss kurz was richtigstellen, weil Drag Queen impliziert nicht zwangsläufig, dass ein Mann sich als Frau verkleidet, sondern es ist gerade 2023 so cool, dass Drag so viel sein kann. Es gibt AFAB Queens zum Beispiel, Assigned Female at Birth, das sind biologische Frauen, Cis-Frauen, die trotzdem Drag-Queens sind. Und das ist cool. Es gibt Frauen, die Drag-Kings sind, also die sich als Mann verkleiden. Also das ist da heutzutage alles gar nicht mehr so. Schwuler Mann verkleidet sich als Frau. Genau. Aber sonst, 30 bin ich, ja. Wo wir gleich bei der ersten Frage wären, aber ich habe die Spielregeln noch nicht mal erklärt. Aber trotzdem, weil du es jetzt so ansprichst, hast du ein Problem mit dem Altern? 30 ist ja schon so eine magische Zahl. Ja und na, irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Ich zögere immer so und dann denke ich mir, na, eigentlich ist eh so ein gutes Alter. 30 ist ein gutes Alter, finde ich. Ja, kannst eh nichts machen dagegen. Was wir vielleicht noch klären müssen vorweg, ich lade hier im Podcast ja tatsächlich nur Männer ein, um mit ihnen über Frauenfragen zu reden. In deinem Fall bist du jetzt in der Rolle der Drag Queen Read a Tale hier, bist aber im echten Leben ein Mann. Du bist geboren als Mann, du bezeichnest dich auch als Mann und ich werde dich trotzdem als sie ansprechen. Ist das okay? Sehr gerne. Wenn ich voll aufgemaschelt bin, gerne weibliche Pronomen. Dann hat sie sich wenigstens ausgezahlt, das Schminken. Stimmt. Ist unübersehbar. Also ich weiß nicht, ob jemand was anderes in dir erkennen würde. Aber dazu später. Es gibt Spielregeln. Ich möchte, dass du alle meine Fragen beantwortest. Du kriegst aber 3 Joker. Du kannst bei einer Frage sagen, nein, danke. Passt super zu deinem Outfit übrigens, die rosa Katerl. Den Richtungswechsel-Joker, falls dich vielleicht interessiert, was ich zu einer Frage meine. Und den Telefon-Joker, du darfst jemanden anrufen. Wenn du ohne Joker auskommst, gibt es am Schluss einen Preis. Den will ich unbedingt haben. Bist du bereit? Ja? Dann fangen wir an. Wir gehen auf den roten Teppich und ich stelle dir jetzt Fragen, die Frauen so gestellt bekommen oder auch gestellt bekommen haben. Los geht's. Du trägst eine blonde Perücke, bist total aufgemaschelt, wenn man so will, trägst ein pinkfarbenes, sehr enges Kleid. Warum hast du dieses Outfit für den heutigen Tag gewählt? Und noch die hochhackigen weißen Stöckelschuhe oder Plateau-Pumps oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Drag ist sehr, das muss sehr, wie soll ich sagen, das kann man meistens auch gar nicht selber bestimmen. Ich habe das Outfit heute so wählen müssen, dass das mich gut durch den Tag bringt und möglichst bequem ist, I guess. Und ich habe da vorne einen Videodreh gehabt und da hat der Kunde genau dieses Outfit von meinem Instagram-Profil gewünscht und die Perücke habe ich dann selber dazu kombiniert. Also es war eigentlich, habe ich gar keine Wahl gehabt. Und umziehen in Drag ist immer so eine Sache, weil es wirklich lang dauert und wirklich aufwendig ist. Man braucht Platz, also deswegen das Outfit eigentlich.
Bei einem Wort, das du gesagt hast, bei dem bin ich hängen geblieben. Du hast gesagt, was bequem ist. Wenn ich mir die Schuhe anschaue, die ich weiß nicht, wie viele Zentimeter, für alle, die es nicht genau sehen, aber sie sind wahnsinnig hoch. Sie sind vorne sehr eng. Dein Kleid ist auch sehr eng. Die Fingernägel sind wahnsinnig lang. Was könnte denn noch unbequemer sein an deinem Outfit? A Body zum Beispiel. Und ich finde, der wird da heute auch nicht so gut in den Rahmen passen. Du gern performen in Bodies. Das, ja, sonst, es ist, ich habe so viel drunter an, also Hip-Pads, vier Paar Strumpfhosen, ein Corsage, ein BH mit Einlagen, da hupft mir alles aus, das sehe ich gerade. Also es ist die Base, damit dieser Körper so stereotypisch weiblich ist, sage ich jetzt mal, diese Hourglass-Shape, die ist drunter sowieso immer gleich. Und ob ich dann das Kleid drüber ziehe oder ein Onesie oder whatever, ist eigentlich wurscht sozusagen. Aber bei den Schuhen schaue ich immer. Also die habe ich in weiß und in schwarz und die sind mit Abstand das bequemste Modell, was ich habe. Weil sie schauen zwar hoch aus, aber der Absatz ist breit, es ist viel Plateau, kann nicht schief gehen. Wieder was gelernt. Wie lange brauchst du denn, bevor du dann so ausschaust? Meine Lieblingsfrage, die kriege ich nämlich nie gestellt. 2 Stunden fürs Make-up meistens. 2, 2,5, kommt drauf an, wie aufwendig oder wie sehr verspielt ich es mache oder wie viel ich ausprobiere. Und anziehen schon eine gute halbe, dreiviertel Stunde. Plus Nägel, Perücke kleben, es dauert schon. Also gib mir 3 Stunden und ich bin von Mann zu Frau. Ich als Frau finde das ja wahnsinnig anstrengend, diese Schönheitsarbeit, weil da einfach so viel dazugehört. Also eben auch Nagelpflege, man muss schauen bei den Haaren, Schuhe, das muss irgendwie alles zusammenpassen. Es dauert sehr lange, also nicht nur um von einem Mann zu einer Frau zu werden, sondern auch bei Frauen, wenn man halbwegs den Schönheitsnormen entsprechen möchte, ist das richtig Arbeit. Warum tust du dir das an? Du könntest es ja auch leichter haben. Es ist mein Beruf. Ich habe eh ein bisschen probiert, auch in anderen Richtungen mit meinem Drag zu gehen, aber meine körperlichen Voraussetzungen sind einfach so, dass ich den ganzen Zirkus veranstalten muss, dass es so ausschaut, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Und ich war ja letztens auch beim Andreas Sator in Erklär mir die Welt und der hat mir eine Frage gestellt, die mich bis heute eigentlich ein bisschen wurmt. Warum ich ein Drag gewählt habe, das so stereotypisch weiblich, alle Klischees, blond, the curves, warum mit den Nägeln, warum ich das alles so bediene und ich kann es bis heute nicht beantworten. Aber es bist ja nicht du, weil diese Frage habe ich mir auch überlegt, es bist ja nicht du als Individuum, das sich so als Drag Queen anzieht, sondern die Drag-Szene spielt ja tatsächlich sehr mit ganz klassischen weiblichen Stereotypen. Das sind in der Regel sind das große Brüste, lange Nägel, wallendes Haar, hohe Schuhe, enge Kleidung. Warum liebt die Drag-Szene so diese klassische Weiblichkeit? Also eigentlich das, wo FeministInnen vielleicht seit Jahrhunderten dagegen angekämpft haben. Ja, wie gesagt, wer ein bisschen länger bleibt, wird mich wahrscheinlich out of drag heute noch sehen, weil ich weiß nicht, wie lange es da aushält. Ich muss tatsächlich so viel machen, damit diese Illusion irgendwie entsteht. Weil wenn ich jetzt die Hip-Pads, also die Hüftpolster oder die Brüste oder die Corsage weglasse, dann geht gleich mal so ein bisschen was von dieser Illusion, von diesem Zauber einfach verloren. Und ich habe über die 2 Jahre, was ich jetzt mache, einfach das versucht zu perfektionieren und weiter zu modifizieren, was muss ich alles machen, damit die Illusion für mein Gegenüber so perfekt wie möglich ist. Ja, und da kann ich leider nichts weglassen. Warum glaubst du denn überhaupt, dass Frau sein so ausschauen muss oder soll? Weil es ist ja ein Geschlechterstereotyp, das du bedienst. Ja, Beauty Standards, muss ich ganz ehrlich sein. Also so wie wir es überall sehen, halt, ich meine, ich bin jetzt eh nicht Size Zero, weil dieser Trend, auf den hupfen wir ja auf ganz absurde Art und Weise wieder auf. Aber ja, es ist schon irgendwie das Schönheitsideal, was ich halt so in den Medien sehe und halt auch viel gerade von den amerikanischen Drag-KollegInnen, da orientiere ich mich halt sehr daran und ja, das ist halt irgendwie kurvig und groß und ja, da mache ich halt irgendwie mit.
Wie geht's dir mit dem, dass man das kritisiert? Weil ich denke jetzt nur zurück an jeden Fasching kommt das vor, dass kritisiert wird, dass Menschen sich in Outfits schmeißen wie IndianerInnen oder WikingerInnen oder wenn, das wird ja mittlerweile nicht mehr so gemacht zum Glück, aber wenn Menschen sich die Haut dünkler malen, um dann auszuschauen wie vielleicht eine Schwarzafrikanerin oder ein Schwarzafrikaner. Im Gegenzug dazu, die können das ja ablegen, das kannst du auch, aber wie geht's dir denn damit, dass Frauen das nicht können, dass die tagtäglich ja konfrontiert sind mit vielleicht den Erlebnissen, die du als Drag Queen dann auch hast, von denen ich gerne ein bisschen erfahren würde. Ja, das finde ich ganz furchtbar, dass wir 2023 noch nicht weiter sein, als wo wir jetzt sein. We've come a long way. Ich war immer Feminist, aber mir geht es einfach nicht ein, dass eine Frau oder weiblich gelesene Person am Abend nicht allein heimgehen kann, ohne gecatcalled zu werden, ohne Straßenseite wechseln zu müssen, etc. Ich betone das immer und immer wieder. Ich würde es einfach nicht verstehen oder begreifen, warum wir da noch nicht weiter sein. So. Und ich bin mir meines Privilegs bewusst. Ich schmink mir jetzt dann noch ab, also jetzt nicht gleich danach, aber irgendwann im Laufe des Abends gehe ich als männlich gelesene Person haben und habe dieses Privileg. Und ich finde es so unfair, dass das Frauen oder Personen, die sich als weiblich identifizieren, einfach nicht können. Ja, wobei ich ja die Antwort gegeben habe, wo da der Ursprung liegt und wo wir was ändern müssen. Wurdest du als Drag Queen schon mal irgendwie körperlich bedroht von Männern? Also es hat auch unangenehme Situationen in einem Taxi vom Club Heim einmal gegeben. Da wurde mir ein unmoralisches Angebot gemacht, das ich dann natürlich abgeschlagen habe. Also, what do they think? Da passiert nichts sexuell. Bis der da durch ist, irgendwo bin ich eingeschlafen um 4 Uhr in der Früh. Genau, also, was war die Frage? Wurdest du schon mal belästigt, ja, körperlich? Ja, nur das eigentlich, Gott sei Dank, so far. Und ich vermeide es mittlerweile auch eben, weil ich das Privileg habe. Ich gehe geschminkt, also ich schmink mich zu Hause, gehe dann geschminkt zu irgendeiner Venue. Zum Beispiel eben jeden Mittwoch daher über den Westbahnhof in Full Drag zu gehen, kann man machen, muss man nicht. Also ich gehe gern geschminkt her, ziehe mich dann dort um oder hoffe immer, dass es dort, wo ich auftrete oder wo ich als Drag bin, dass es dort die Möglichkeit gibt, sich umzuziehen. Weil du dich dann sicherer fühlst. Absolut. Dann seien die Leute nämlich nur verwirrt. Und wenn ich aber mit den Hip-Pads da angetanzt komme, dann ja, wird gepfiffen am Westbahnhof. Okay. Gehen wir nochmal zurück, 2021, Corona-Pandemie, die ersten Lockdowns. Da hast du irgendwie beschlossen, ich möchte jetzt mal in die Rolle einer Drag Queen schlüpfen und hast dich zu Rita Tail verwandelt. Was war für dich der Reiz? Ich liebe RuPaul's Drag Race, diese amerikanische Competition-Serie, wo Drag Queens gegeneinander antreten. Das habe ich schon ewig geschaut. Und ich wollte das selber irgendwann mal ausprobieren, eben mit meiner Schauspiel-Musical-Ausbildung. Haben wir immer gedacht, das hat einen totalen Reiz für mich, auch komplett mein eigener Regisseur, mein eigener Choreograf, mein Kostümbildner, alles. Ich kann alles selber bestimmen, was man ja im Theater meistens nicht hat, weil da sagt einem jemand, was du zu tun hast. Und ich war so ein bisschen müde von dem, dass irgendein Regisseur gesagt hat, da und dort und die Choreografin dort und dort. Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich, warum kreiere ich nicht eine Kunstfigur selbst, wo ich alles dann selbst entscheiden kann? Und das war so das, was mich gereizt hat an dem Ganzen. Aber warum musste es eine Frau sein? Weil du hättest ja auch entscheiden können, als Einhorn auf die Bühne zu gehen oder als Superheld oder was auch immer. Naja, also durch den Aufstieg des Drags in den Mainstream war es natürlich sehr naheliegend und eben eine Kunstform, die ich ausprobiere. Ich wollte nämlich nie ausprobieren, wie es ist, ein Einhorn zu sein. Aber ich wollte ausprobieren, wie es ist, eine Drag Queen zu sein.
Und wie fühlt es sich an, eine Drag Queen zu sein? Weil es gibt ja mittlerweile, du hast es auch schon angesprochen, natürlich viel mehr Geschlechter als nur Mann und Frau. Und die konservativen Seiten versuchen dann dem nachzugehen, was ist denn ein Mann und was ist eine Frau? Und auf gewisse Art und Weise versuche ich das ja auch hier im Podcast zu machen. Und jetzt kennst du beide Seiten irgendwie, ja? Was macht es für dich aus, eine Frau zu sein, im Gegensatz zu einem Einhorn zum Beispiel? ja, ich meine, als schwuler oder queerer Mann, es wäre gelogen, wenn ich so, also man spürt sie halt einfach. Sobald die Nägel drauf sind, sobald die Haare drauf sind, also es ist einfach, das Gefühl ist ja cooles, finde ich. Und ich habe halt auch das Privileg und das Glück, in einer Bubble mich zu bewegen, wo ich nur mit queeren Menschen zu tun habe, wo ich nur mit Frauen zu tun habe. Und ich werde selten rausgerissen tatsächlich. Also mein ganzer Freundeskreis ist irgendwie queer oder zumindest Allies. Ja, genau. Hast du bis auf das Äußerliche schon mal darüber nachgedacht, was es heißen könnte, eine Frau zu sein? Für mich persönlich, ob ich vielleicht trans bin? Oder? Nein, nein, generell. Was der Unterschied ist. Weil du weißt es ja, wie es ist, als Mann zu leben, mhm, als biologischer Mann. Und du weißt, wie es ist, als Drag Queen auf einer Bühne, mhm, zu stehen und da Geschlechterstereotypen weibliche zu bedienen. Aber hast du für dich so eine Antwort, was es bedeuten könnte, Frau zu sein? Weil diese Frage wird, ja, oft gestellt. Und da gibt es auch einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Der heißt, glaube ich, What is a Woman? Und interessanterweise können weder die eine radikale Seite noch die andere radikale Seite und auch irgendwie der Mainstream findet darauf keine eindeutigen Antworten. Ja, ich glaube, ich habe die Antwort tatsächlich auch nicht. Also, puh, ja. Na, das geht in 12 Minuten nicht aus. Und trotzdem leben wir ja in einer Gesellschaft, die ganz klar definiert, was ein Mann und eine Frau ist. Also deswegen sitze ich ja auch heute hier, weil mir aufgefallen ist, dass Männer und Frauen in unserer Gesellschaft anders wahrgenommen werden, anders behandelt werden, andere Chancen und Hindernisse im Leben haben. Und darum ist mir das so wichtig, das zu hinterfragen. Und jetzt war so meine Idee vielleicht, wenn du beides ein bisschen kennst, bist du der Antwort näher oder auf eine andere Art und Weise? Ja, nein, weil wenn ich genau darüber nachdenke, weiß ich es, glaube ich, de facto nicht, wie es ist, eine Frau zu sein. Ja, weil ich sehe mir trotzdem eigentlich als Drag Queen, als Kunstfigur, und das ist ja kein inneres Gefühl, dass ich sage, oh, so, ich glaube, so fühlen sich Frauen an. Das werde ich nie wissen. Ich würde es wahnsinnig gern wissen, wie es ist, eine Frau zu sein. Oder, ich durfte durch die Drag-Persona so ein bisschen reinschnuppern, wie das ist. Aber wirklich wissen, de facto, werde ich es nie. Wir haben vorhin schon über das Alter gesprochen, dass du 30 bist. Ich würde jetzt gerne das Thema ein bisschen wechseln. Eine Frage, die auch gerne am roten Teppich oft gestellt wird oder überhaupt bei Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und so um die 30 sind, ist so dieses, naja, wie schaut es aus mit Kindern? Du lebst jetzt in einer Beziehung mit einem Mann. Auch da können Kinder natürlich ein Thema sein. Hörst du die biologische Uhr schon ticken? Ich habe voll den Kinderwunsch gehabt, jetzt wird es kurz ein bisschen persönlich. Ich habe voll lange einen Kinderwunsch gehabt und der ist jetzt in den letzten 3-4 Jahren so ein bisschen, ja, der hat sich ein bisschen verflüchtigt. Aus mehreren Gründen und jetzt auch eben seit den 2 Jahren, wo ich Drag mache, ich kann mir es auch gar nicht vorstellen. Und für ein schwules Paar ist es ja nochmal, also das müssen wir ja ganz, ganz aktiv angehen, wenn wir das wollen. Und da sind wir uns momentan einig, dass wir das nicht wollen. Genau. Was sind die Gründe, warum du sagst, ihr wollt es nicht? Ja, ich würde niemanden beleidigen, aber meine ganz, ganz ehrliche Meinung ist, dass ich mir ganz schwer tue, das zu vereinbaren, dass mein Kind in so eine Welt reingeboren wird oder in so einer Welt leben muss danach. Und da spricht kurz der Optimist aus mir, es wird, glaube ich, auch nicht besser. Spricht der Optimist? Sarkasmus. Ja, und da tue ich mir schwer. Also, wenn ich weiß, ich gehe dann irgendwann und mein Kind bleibt auf dieser Welt, die für meine Verhältnisse, es gibt super schöne Seiten, don't get me wrong, aber so grundlegend, glaube ich, wird es das Kind schwer haben. Ja.
schwer haben wegen deiner Lebenssituation oder meinst du jetzt die globalen Umstände? Na, wegen mir nicht. Ich glaube, I'm a very good daddy or mommy. Aber na, wegen Klima, wegen Feminismus tatsächlich. Weil ich weiß nicht, ob mein Kind anscheinend in einer Welt lebt, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sein. Und das hätte ich aber gern jetzt versichert. Dann könnte man auch mal drüber reden, wenn ich eine Tochter habe oder ein Kind, das sich als weiblich identifiziert. Dann will ich jetzt die Versicherung von irgendwem haben, dass das Kind gleich bezahlt wird, zum Beispiel. Du hast jetzt schon mehrfach betont, dass du Feminist bist. Was heißt das für dich? Und warum haben auch Männer offenbar, weil du sagst, du bist Feminist, auch was vom Feminismus? Also, ich finde, was ich aktiv dafür tue, ist an allen Ecken und Enden, wo ich nur kann, auch aufklären und auch immer wieder betonen, weil man das so oft vergisst. Vor allem rede ich gerne mit anderen Männern, vor allem mit anderen Heteromännern, drüber, dass das nicht so ist. Ich glaube, vielen ist das nicht bewusst, vielen Männern, dass Frauen auf so vielen Ebenen noch immer benachteiligt sind. Und mir ist das so wichtig, dass ich auch mein Sprachrohr nutze, in Drag und sage, hey, da müssen wir aktiv hinschauen und da müssen wir alle gemeinsam aktiv was dagegen tun. Und ich finde, man kann so ein bisschen auf die queere Community auch ummünzen, weil Happy Pride Month, yay, aber the pink washing is, or rainbow washing is fucking real this year. Bist du wahnsinnig, wie viel sie jetzt mit dem Stichtag heute die Regenbogenflagge angeheftet haben und Zero Money irgendwo hinspenden. Das ist crazy. Um nochmal kurz beim Feminismus zu bleiben, ja. Wo siehst du denn als Drag Queen einen Hebel, wo du sagst, da kann ich einen positiven Beitrag leisten, dass das mit der Gleichberechtigung nicht in 200 Jahren, wie prognostiziert, dann tatsächlich erreicht ist, sondern schon viel früher? Ja, eben in Formaten wie da oder egal, wo ich eingeladen bin, egal welches Interview ich gebe, es kommt irgendwann immer zu dem Punkt, weil natürlich bei mir die Interviewfragen immer Mann, Frau, wie ist das jetzt und so sein. Und beim Thema Frau hake ich immer sofort ein und sage, so, Feminismus, los geht's. Und ich versuche das in jedes Interview überall zu integrieren und so eben mal meine Plattform, die nicht wahnsinnig groß ist, aber das bisschen, was ich erreiche, will ich auf jeden Fall erreichen. Aber jetzt ganz konkret, welche Themen, sagst du, sind so Themen, die du konkret als Drag Queen ansprechen kannst, wo man vielleicht auch was bewegen kann? Bei mir ist es zum Beispiel als Mutter, mir ist das Thema Vereinbarkeit sehr wichtig. Das heißt, ich versuche in dieser Richtung Veränderung voranzutreiben. Was ist für dich so ein Punkt, wo du sagst, da hast du vielleicht einen Hebel? Ja, gerade generell, wenn es um Gender generell geht, will ich da halt auch nochmal Awareness schaffen, dass es ja das Gender so ein Konstrukt ist. Und dass ich, ich hab's jetzt eh schon zweimal, glaube ich, gesagt, dass ich das betonen will, dass zum Beispiel ein Gender Pay Gap einfach nicht sein kann. Und dass wir. Dass gerade auch Cis-Männer da aktiv drüber reden müssen und sie aktiv öffentlich drüber aussprechen müssen, dass sie da was ändern muss. Ja. Es gibt noch so viele Themen, aber wir haben leider nur mehr 5 Minuten. Ich würde ganz gern, wir haben jetzt viel abgedeckt, so dein Frausein als Drag Queen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen umschwenken auf den Michael, der du ja auch bist, als Mann. Wie definierst du denn da deine Männlichkeit? Was für ein Typ Mann bist du? Ich finde immer, ich bin in und out of Drag gar nicht so anders. Also ich natürlich spiele mir ein bisschen mehr so. Aber ich gestikuliere sehr ähnlich, ich rede eigentlich komplett gleich. Und ja, also so für toxische Maskulinität etc. heute eh nichts, also da bin ich sowieso die falsche Ansprechperson. Aber ich kleide mich ausschließlich schwarz. Warum? Weil es einfacher ist, oder? Weil es so sehr, sehr praktisch ist, ja. Einfach das oberste T-Shirt nehmen, die oberste Hosen. Weil du in deinem Job eh schon...
ja, sehr viel Schönheitsarbeit leisten ja. musst. Ich habe Michael immer weiter den Gewandkasten immer weiter in die Ecke gedrängt und Rita hat sich jetzt in der Wohnung immer mehr ausgebreitet. Aber das heißt, als Mann mischst du nicht und nimmst dir weibliche Elemente in deinen Lebensalltag? Nicht bewusst, weil man, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken macht, was ist jetzt männlich und was ist jetzt weiblich. Und ich versuche einfach so authentisch wie möglich zu sein, sowohl in und out of drag. Und ich halte halt von Stereotypen nichts. So, sagt die Drag. Das war nämlich genau das, was ich mir gerade gedacht habe. Ich halte nicht so viel von Stereotypen und männlich und weiblich, aber im Endeffekt bist du ja die Impersonifikation des Weiblichen, zumindest äußerlich und wahrscheinlich auch, wie du dich bewegst. Da gibt es ja auch so interessante Untersuchungen, wie zum Beispiel, kennst du bestimmt, Walk Like a Girl bei einem Bewerbungsgespräch bei SchauspielerInnen. Und wir haben ja ganz klare Vorstellungen in unserer Gesellschaft, was weiblich und was männlich ist. Und du bedienst ja das Weibliche und überhöhst es ja sogar noch. Darum finde ich das spannend, wenn du sagst, ich halte nichts von weiblich und männlich. Ja, wahrscheinlich eher in meiner Art oder das innere Gefühl. Ja, ich glaube, das doppelt sich einfach nicht mit dem Äußeren. Gib uns noch ein bisschen Einblick in Michael als Mann oder Michael ist ein Mann. Hattest du da Vorbilder als Kind zum Beispiel, wie du als Mann sein willst? Ja, tatsächlich fast nur weibliche. Also wie bei vielen war es natürlich Mama, Oma, meine Taufpatin, das waren alles so Role Models von Anfang an. Das waren so starke Frauen, die mich und mein Bruder großgezogen haben. Einfach voll geil, dass da in den 90er Jahren so drei Powerfrauen in meinem Leben waren, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und das finde ich ganz cool. Und heutzutage so ein Role Model ist tatsächlich, jetzt muss ich kurz ein bisschen sentimental werden, weil er da ist, mein Zwillingsbruder, der ist, die Frage kriegen wir sehr oft gestellt, oder ich sehr oft gestellt, ist der auch schwul? Nein, der ist hetero und einfach, ich traue mich das jetzt einfach sagen, der coolste Hetero-Mann, den ich überhaupt kenne. Und du hast ja in einem Interview mal gesagt, das fand ich eine sehr interessante Theorie über Homosexualität, dass du in deinem Umfeld zumindest die Wahrnehmung hattest, dass vor allem Männer, die Väter hatten, die einfach viel weg waren, wie wahrscheinlich 50% der Väter leider immer noch, es wird besser, dass die dann eher dazu tendieren, schwul zu werden. Ich bin damals zu meiner Therapeutin Gesprächstherapie gemacht und ich bin damals zu ihr gegangen und habe gesagt, ich habe die Lösung, ich weiß es jetzt. Männer, die keine Vaterfigur gehabt haben, sind schwul. Und sie hat gesagt, bitte Michael, dann waren 100% der Männer gefühlt schwul. Die Theorie ist leider absoluter Nonsens. Na und vor allem würde es bedeuten, dass Homosexualität sozialisiert ist und nicht etwas, das dir angeboren ist. Ja, aber da scheiden sich ja die Geister. Also da habe ich jetzt erst letztens am Podcast wieder dazugehört, woher das jetzt kommt. Weil ich finde es ganz spannend, ich kenne Zwillingspärchen, wo beide schwul sind. Dann gibt es Zwillingspärchen, wo nur einer schwul ist. Ist es genetisch? Ist es sozial? Who knows? Who knows at this point? Wir machen da jetzt eine Büchse auf. Ich glaube, darüber könnten wir jetzt noch stundenlang diskutieren und es wäre erst der Anfang eines sehr spannenden Gesprächs. Aber vielleicht lade ich dich einfach noch einmal ein in den Podcast und wir machen das dann nicht vor Publikum, auch wenn es natürlich sehr schön anzuschauen ist, dich so generell und das wäre schade im Podcast, aber ich kann dich ja beschreiben und man kann sicher einfach das heute hier auch nachschauen und noch einmal eintauchen. Eine letzte Frage. Bei Drag Queens wird Sisterhood sehr hoch gehalten, habe ich mir sagen lassen und habe immer wieder mitbekommen. Bei Frauen ist das oft etwas, wo man ihnen nachsagt, das sind ja Zicken und die spielen sich ständig gegeneinander aus. Woher kommt das? Das finde ich irgendwie irritierend. Ich glaube, bei uns kommt halt noch einmal diese queere Komponente dazu, dass wir irgendwie gemeinsam als Community und in Wien die Drag-Community ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, don't worry. Aber ich glaube, wir müssen einfach irgendwo dann doch eher zusammenhalten, weil wir so eine Minderheit sein. Es gibt, weiß ich nicht, 150 Drag-Artists in Wien.
Und man kennt sie und man supportet sie, soweit es möglich ist, gegenseitig. Das heißt, bei Drag Queens kann es nicht nur eine geben, das wünsche ich mir in Zukunft auch für Frauen in Führungspositionen, auf Bühnen, auf Podien, was auch immer. Vielen herzlichen Dank, Rita Tale, für den Besuch im Frauenfragen-Podcast. Und die Joker waren für die Fisch. Die passen einfach nur zum Kleid, aber wirklich gebraucht hast du sie nicht, oder? Gab es eine Frage, wo du dir dachtest, Nein, eigentlich nicht. Ja, kurz das Alter. Da wollte ich zwar keinen Joker ziehen, aber da muss ich jetzt noch mal in mich gehen. Das besprechen wir nachher beim Achtel. Passt. Oder beim Prosecco, den wir jetzt dann einkühlen werden und du kriegst ein Geschenk, so wie alle meine männlichen Gäste. Schokolade oder Shampoo? Ich nehme die blaue Schokolade. Die blaue Schokolade. Wegen Vielen Männlichkeit. Herzlichen Dank. Einen großen Applaus, Rita Tale. Und Riesenapplaus für die wunderbare Mari Lang. Dankeschön. Danke.